Hey Leute, ich mache heute wieder ein neues Video und ein neues Review von meiner neuen Monster-Hype-Puppe, der Venus McFlytrap. Ja, und ich fange mal an mit der Box. Die sieht so aus. In grün, dieses Mal. Passt auch ganz gut zu ihr. Ja, was mir ganz gut gefällt an der Verpackung von der Venus, innen drinne, wenn ihr es seht, ist, die Farben sind so dreifarbig. Oder zweifarbig. Also hier unten ist es heller und je weiter nach oben es geht, desto dunkler wird es. Das finde ich richtig cool. Ja, und dieser Reißverschluss da hier, der ist auch gelb. Oder grün, grün-gelb. Ist auch richtig. Also so richtig schön angepasst an Venus. Hier oben sind Ranken mit so fleischfressenden Pflanzen. Richtig schön. Hier ist das Monster High Logo. Dann steht hier Monster High mit dem Totenkopf. Dann steht hier Venus McFlytrap und ihr Zeichen, die fleischfressende Pflanze. Dann sind hier noch ein paar Sternchen. Dann wieder der bekannte Reißverschluss. Und wieder die Ranken hier unten. Ja, die Seite ist wieder mit dem Spinnennetz und der Kette. Also wie eigentlich ganz normal und mit dem Ring halt. Da unten ist wieder so eine fleischfressende Pflanze. Und hier oben steht wie immer ihr Name, Venus McFlytrap. Ja. So, die Rückseite sieht so aus. Dann steht hier wieder Monster High. Dann ist hier wieder das Logo. Dann steht hier Venus McFlytrap und Tochter des Pflanzenmonsters. Dann ist hier ein schönes Bild von der Venus mit ihrem Haustier. Dann noch die drei anderen, die es gibt aus der Serie. Jackson, Rochelle und Rebecca. Und die Werbung für die DVD, die ja schon rausgekommen ist. Und in ihrer Blase steht in Deutsch: Ich finde, die wichtigste Aufgabe für jedes Monster ist der Umweltschutz. Bin ich ihrer Meinung. Ja, und hier unten steht auch der übliche Kram, was niemanden interessiert. Ja, das war die Box. Dann fange ich mal an mit Venus. Venus gefällt mir richtig gut. Nicht nur, weil sie mit Pflanzen auch zu tun hat, wie ich, in meinem Beruf, sondern ja, weil sie einfach so schrill ist und so, ja, mega geil. Ja, also ihre Haare sind pink-grün. Unten sind sie pink. Und oben hat sie so grüne Strähnchen. Hier vorne ist so eine breitere. Und hinten kann man sie noch mehr auskämmen, dann hat sie mehrere grüne Strähnchen. Und sie hat richtig lange Haare. Und hier an der Seite sind sie abrasiert, aber sie sind total flauschig, also total weich, die Seite. Ja, dann hat sie wunderschöne Ohren, finde ich. Die sind so, ja, in Form von einem Blatt, weil die auch so spitz hier sind. Vier Ringe hat sie, also ihr Ohr ist viermal gepierst, hat vier Ringe. Und auf ihrem anderen Ohr hat sie nur eine Blattranke. So, dann hat sie wunderschönes Make-up, so pink, blaue Augen hat sie. Dann hat sie sieben kleine Beißerchen, sieht man. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur durch die Kamera so sieht. Aber ein bisschen sieht man es. Also sie hat sieben Zähnchen. Schauen raus aus ihrem Mund. Grüne Haut hat sie. Dann hat sie eine Kette oder eine Ranke um den Hals, eine Blattranke. Eine blaue Jeansweste, da steht hier an der Seite Ego Punk mit einem feurigen Totenkopf. Und dann hat sie ein sehr schönes T-Shirt an. Das ist so richtig flippig, so richtig viele bunte Farben. Also das T-Shirt im Grunde ist schwarz. Aber dann ist hier gelb, pink, so leicht grün. Also richtig geil. Echt, finde ich richtig cool. Dann an ihren Händen oder Armen oder Handgelenken besser gesagt, hat sie auch nochmal so Blattranken. Ja, auch. Und an der Hand hat sie, was kann man so Adern, so Blattadern oder irgendwie sieht es aus. Hat sie an beiden Händen.
Dann hat sie einen Jeansrock an. Eine schrille Weste, die gut zu ihrem Oberteil passt, finde ich. Das ist auch pink, gelb oder so gelbgrün, schwarz. Richtig schrill. Dann hat sie wieder an die Beine, links und rechts, wieder so Blattranken. Und richtig coole Schuhe, finde ich. Also die sind pink. Dann haben sie einen Schnürsenkel vorne dran. Einen wunderschönen Absatz, der ist auch so gerankt, aber halt komplett in pink. Und vorne gucken so Zähnchen raus, also so ein Gebiss, also wie als ob sie gleich zubeißen würden. Die haben auch so ein richtig schönes Grinsen, finde ich irgendwie. Also ich finde die geil. Ich liebe Venus. Die ist echt schön. Dann hat sie noch eine, keine Ahnung, was es sein soll, eine Tasche, so wie eine Einkaufstasche. Da sind Knochen drauf und keine Ahnung, was das alles darstellen soll. Sie sieht aus wie so Gerippe oder keine Ahnung. Aber sieht schön aus. Ja, keine Ahnung. Ja, das war Venus. Dabei hatte sie noch diesen schwarzen Ständer, wie alle neuen Monster-Hype-Puppen aus der neuen Serie. Dann hat sie ein Haustier, eine Venusfliegenfalle. Die heißt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich spreche es einfach jetzt mal Julian aus. Der ist grün, hat ein weißes Grinsen, also weiße Zähne mit einem fetten Grinsen, schwarze Augen, ein Ero, ein Blatt-Ero und ein Blumentopf, der ein bisschen gesprengelt ist. Also wie kaputt. Dann hat sie noch ein Tagebuch dabei gehabt. Sieht so aus. Steht Venus Mix Flytrap. Und hier unten steht in Deutsch, wenn du mein Tagebuch liest, reagiere ich allergisch auf dich. Ja, Pech gehabt habe ich schon. Ja, so sieht's aus. Ja, das war meine Venus Mix Flytrap. Meine neue Puppe, seit gestern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Video gerne liken, würde mich freuen. Und mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Ich abonniere euch auf jeden Fall zurück. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.